Und Rechtsklick. Peacemates, was geht ab? Willkommen zurück hier auf meinem Kanal im neuen Jahr 2021. Einen guten Rutsch nochmal an alle. Ihr seht schon, wir sind heute FIFA 18 drin. Wir werden heute FIFA 18 reingehen, in FIFA 19 reingehen und in FIFA 20 und an 21. Wir werden jetzt mal so ein bisschen ein Retro-Mini-Pack-Opening machen. Ich werde jetzt so ungefähr 5 Packs in jedem FIFA, also ab da, wo ich aktiv FIFA gespielt habe, also FIFA 18, 19, 20 und zum Schluss 21, was ja jetzt zurzeit aktuell ist, was jeder kennt. Wir fangen an mit FIFA 18. Ich bin mega gehypt. Ihr seht da oben, guckt euch meine Bilanz an in FIFA 18. Das war das erste FIFA. Mit dem FIFA habe ich einfach meine PlayStation bekommen. Das war dieses Bündel. Ich habe da noch kaum Ultimate Team gespielt. 13, 6, 11 und ich glaube 10 Spiele habe ich erst vor kurzem halt gemacht insgesamt, um ein paar Coins aufzuladen, damit wir auch die Packs jetzt öffnen können. Also das ist ja komplett los so. Ich habe da wirklich damals, habe ich kaum Ultimate Team gespielt, nur klassisch gegen Kumpels halt ganz normal. FIFA und sonst immer diese Einzelspielersaison habe ich jetzt vor kurzem wieder gespielt. Ich feiere es komplett. Ist ja so, das ist ja komplett anders so. Damit habe ich angefangen. Ich habe noch FIFA 14, 15 und 2010 Südafrika-Weltmeisterschaft gespielt. Das aber auf der Wii und da war ja noch nicht so viel mit Ultimate Team. Da habe ich gar nicht. Hier habe ich so ein bisschen reingeschnuppert, aber auch nicht so aktiv. Wir gehen jetzt rein in die Packs. Ich bin gehypt, Digga. Ich bin gehypt. Das Ding ist, sogar wenn wir was Gutes ziehen, bringt es mir in keinem FIFA was. Also das ist jetzt wirklich nur pure Nostalgie, wie die Packs einfach aufgehen, Digga. Und natürlich Non-Rare Gold. Natürlich, natürlich. Ich ärgere mich halt über keinen Spieler. Ich habe einfach nur Bock, diese alten Pack-Animationen zu sehen. Vielleicht ein paar alte Spieler, die jetzt schon wieder bei ganz anderen Vereinen spielen. Ich feiere diese alte Animation heute in dem FIFA, ich glaube, war es ab FIFA 19 oder FIFA 20, wo halt dieser, wie jetzt ist dieser Gang lang geht und ja, diese alten, ich feiere das so, diese alten Animationen. Haben wir vielleicht sogar ein Rare Gold heute mal drin, wieder Non-Rare. Ja, wieder Non-Rare, Digga, ich feiere es trotzdem. SPC ist ein bisschen Transfermarkt, die Stars FIFA 18, 19 waren halt nur so ein bisschen, ja, ich kaufe mir komplett Dortmund oder so und spiele dann damit meine paar Squad Battles. Genau. Noch Non-Rare, Digga, was ist denn hier los? Hier haben wir noch weniger Packlack. Aber in Bundesliga ist. Das müsste jetzt das vierte Pack schon sein. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht noch zwei, also eins auf jeden Fall. Mal gucken, wie viele Coins wir da noch haben. Komm, gönnt mal. Oh, ein Rare Gold. Rezeige teilen. Florenzi. Piccini. Oh, Piccini, okay. Ist zwar eine 78er nur, aber ey, ein Rare Gold ist ja schon mal viel wert. Also ich finde das komplett Nostalgie so. Weil vor allen Dingen, ich habe halt nicht viel Packs geöffnet. Ich glaube, in FIFA 18 habe ich zwei Packs geöffnet. Es gab ja auch so ein Icon-Pack, das war auch komplett lost von mir. So ein Icon-Pack gratis, weil es jetzt so eine Bündelversion war. Und was mache ich? Ich tue die alle schnell verkaufen, sind halt untauschbar so. Weil ich das nicht gecheckt habe, wie man die im Verein reinmacht. Oh, nochmal Rare Gold. Frankreich. ZM. Bayern. Oh, Tolisso. Nicht schlecht, Digga. Tolisso, nicht schlecht. Auch jetzt im aktuellen FIFA kann man den spielen, Digga. Okay, wir können sogar noch ein Pack leisten. Das dürfte jetzt das sechste sein. Und dann war es das schon mit FIFA 18. Dann geht's weiter nach dem Pack mit FIFA 19. Da habe ich auch noch nicht wirklich viel gespielt. Und zum Schluss nochmal ein Non-Rare Gold. Komm, wer ist es? Nochmal ein Hernandez, aber ein anderer Hernandez. Ging schon mal gut los in FIFA 18. Also ich kann mich halt an die Pack-Animation gar nicht erinnern. So. Also wie gesagt, ich habe ja kaum Packs geöffnet. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter in FIFA 19 und da habe ich auch nicht wirklich aktiv gespielt. Gehen wir ein Jahr weiter. Wir sind in FIFA 19 in Ultimate Team. Werden da jetzt auch nochmal so 5 Packs ungefähr eröffnen. Da habe ich auch, ich glaube, da habe ich auch maximal Squad Battle gespielt. Also Weekend League wusste ich gar nicht, was das ist. Rivals habe ich nur Qualifikationsspiele gemacht und sonst gar nichts. Hier da oben auch 42, 5 zu 57. Ich habe jetzt in FIFA 21 schon mehr Wins
als überhaupt Gesamtspiele in den letzten FIFA-Teilen zusammen so. Also da war ich auch noch nicht aktiv. Ich glaube, ich war auch Liga 10 oder so, Division Rivals. War ich, ja, Liga 10, ne? Liga 9, okay, Skillwert 130. Ja, Digga, 72 Qualifikationspunkte in ganz FIFA, so in dem ganzen Jahr. Also ich habe nicht wirklich viel gespielt. Da unten auch, ich habe zwar Messi, Mbappé und so, aber alles Laie, Digga. Transferliste, hätte ich sogar was verkauft, Digga. Sie haben Coins gemacht. Ich habe letztens noch was draufgestellt, damit ich genug Coins habe für das Pack-Opening. Jetzt gehen wir aber auch rein. Hier war, glaube ich, die Animation noch ähnlich. Hier habe ich, glaube ich, sogar angefangen, mir die ersten paar Packs zu kaufen, um das Team aufzurüsten. Aber auch vielleicht, keine Ahnung, im Monat zwei Packs oder so. Die meisten haben wahrscheinlich, nee, die meisten habe ich mir erspielt. Durch diese Wochenaufgaben gab es dann noch auch so, wo man direkt Packs bekommen hat. Genau. Okay. Oh, Digga, direkt ein Rare Gold. Die Animation ist ein bisschen anders gewesen, ein bisschen schneller. Vor im alten Teil, bei FIFA 18 war das ein bisschen verzögerter. Ah, gehen rein. Ich glaube, hier können wir uns sogar auch 6 oder 7 Packs sogar holen. Ich dachte am Anfang 5, aber ich wusste gar nicht, so viel Coins habe in den FIFAs noch. Weil ich habe vor kurzem mir ein bisschen was erspielt, aber dass es so viel war. Oh, Brighton. Groß. Ja, Toni Kroos wäre besser, aber okay, okay. So 28k haben wir noch, Rainer, nächstes Pack. Ich feiere das irgendwie, Digga. Ich feiere das, die alten, also vor allem die, das ist ja noch so die komplett alte Animation. Ohne Gang, Portugal zu denn? Oh, ich dachte schon, Digga. Ich dachte gerade. Aber ich glaube, bei Ronaldo sieht das ein bisschen heftiger aus, die Animation. Ich weiß gar nicht, ob wie das hier aussieht bei Walkouts oder so. Oh, keine Ahnung, Digga. Zack. Komm, gönnt nochmal. Keine Ahnung, ich bin gerade übel gehypt auf eine gute Karte, obwohl die mir eh nichts bringt, so. Oha, oha. Oh, ich dachte schon, Digga. Ich dachte schon, das sah gerade irgendwie so sehr hell aus. Nächstes Pack. Zwei können wir uns noch holen, so ungefähr. Das dürfte das vorletzte sein. Und dann geht es schon rein in FIFA 20 und da habe ich einige Coins. Ich glaube, da habe ich sogar 100k oder so. Oha, Leinwand. Italien, ZM, Chelsea. Oha, ein 84er. Ja, okay. Okay. So sah das also aus mit der Leinwand. Ich habe auch überlegt, wie war das mit diesen Leinwänden. Aber okay. Warte, war das FIFA, wo ich Mbappé gezogen habe? Ich habe in irgendeinem FIFA Mbappé gezogen. Aber ich glaube, das war. Nee, das war FIFA 20 mit den Gängen noch. Genau. Ein Pack. Das letzte Pack ist gönnen. Ich bin zufrieden. Wir haben einen Leinwandspieler. Wir haben einen 84er Leinwandspieler. Gehen rein ins letzte Pack. Let's go. Dann bin ich auch wieder in dem FIFA pleite. Na gut. Juckt, ne? Komm, nochmal ein Leinwandspieler. Wäre heftig. Oha! Komm. Oh, Frankreich. Stürmer. Arsenal. Oh, Lacazette. Oha, Digga. Okay. Okay. Okay, okay. Ich dachte kurz Mbappé, aber ich glaube Mbappé hat hier eine 87. Wir sind knapp am Workout vorbei, Digga. Aber zwei Leinwandspieler, Lacazette, ich bin zufrieden, Digga. Ich bin zufrieden. Das geht fit bis hierhin. Also ich bin gespannt dann noch auf FIFA 20, weil da haben wir, glaube ich, ja ungefähr so 100k. Das war jetzt FIFA 19. Gehen wir weiter zum vorletzten FIFA-Teil und da werden wir uns einige Packs gönnen können. Wir sind jetzt angekommen am letzten Teil, der jetzt noch vor FIFA 21 liegt, und zwar FIFA 20. Da sieht man schon an der Bilanz, da habe ich ein bisschen angefangen aktiv zu spielen. Noch nicht ganz so aktiv wie jetzt, aber schon etwas. Wir haben da auch ein bisschen mehr Coins, wir haben da fast 100k. Und da habe ich sogar hinbekommen, einen 98er, 198er zu bauen. Der Oblak, ich weiß noch, da gab es ja noch diese Daily Packs so. Diese, die man jeden Tag bekommen hat für Aufgaben. Da kam meist so 79er, 78er raus. Da habe ich einfach den Typen hier gezogen. Das war schon ganz nice. Und ich habe mir immer die Leihspieler irgendwie aufgehoben. Für Hops genommen. Hop SG entnommen, Alter. Das ist schon ein feines Team, so. Das habe ich nur genommen, wenn ich gegen Kumpels spiele, weil da verfallen die Leinen ja nicht. Also, das war schon, gehen wir rein. Könnte ein 10er Opening werden, wenn ich die ganzen auch schnell verkaufe. Vielleicht ziehe ich ja jetzt Maradona, kann ich schnell verkaufen, habe dann hin eine Million. Dann wird es ein bisschen größeres Pack Opening. Oder eben nicht. Genau, hier habe ich auch Mbappé gezogen. Das war das mit den Gängen, wo das erste Mal die Gänge reinkamen in FIFA. Oh, Bellarabi, okay. Bellarabi, nicht schlecht. Hat er die gleichen Werte wie in diesem FIFA? Das sah ziemlich ähnlich irgendwie aus. Okay, die hauen wir mal alle raus hier. Zack, weg, 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 weg damit. Ich weiß gar nicht, wie die Pack-Wahrscheinlichkeiten sind. Ich glaube so 50%, 82+. Also die sind sehr, sehr scheiße, die Pack-Wahrscheinlichkeiten hier.
Also hier ein Leinwandspieler ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Wen haben wir hier? Oh, Klostermann. Auch jetzt als Innenverteidiger heftig in dem FIFA, also in FIFA 21. Da hat er auch keine 79, da hat er eine 82, glaube ich. Genau, da ist er auch. Also Klostermann auch. Ist geil, wenn man so Spieler sieht, die halt früher, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, so. Keine Ahnung, Klostermann, so, war für mich jetzt kein Begriff für ein Ultimate Team. Und jetzt einfach Klostermann ist ein Muss in jedem Bundesliga-Team eigentlich so. Das ist schon ganz nice. Komm, gönnt noch mal was Gutes oder auch nicht. Aber sind zumindest erstmal Rare Golds. Zumindest sind es Rare Golds so. Ja. Packluck habe ich eigentlich schon, aber meistens mehr so bei Packs, die ich durch Squad Battles bekomme. Da kriegt bei mir meistens übel das Packluck, gerade FIFA 21. Okay, schade. Also auf meinem normalen Account ist in FIFA 21 würde ich das niemals machen. Größte Verschwendung an Coins, was ich bis jetzt hier rausbekomme. Ist ja gar nicht irgendwie der Preis so wert. Okay, schade. Wir haben jetzt schon fast 30... Wir haben mehr als 30k. Knapp 30k ausgegeben. Das sieht gerade irgendwie etwas besser aus. Oder Spanien. Stürmer. Legende als... Rodrigo, Digga. Ist auch in dem FIFA jetzt ganz geil. Aber in der Premier League. Hier noch in La Liga. Auch nicht schlecht. Aber wir haben schon mal einen Leinwandspieler. Jetzt, also ich glaube, an die 200k kommt er trotzdem nicht ran. Ja. Typisches Pack eigentlich. Ein 77er Rare Gold. Perfekt, Digga. Ob gute Karten drin sind, das, ja. Na gut, bis jetzt ein Leinwandspieler. Das ist wieder keiner. 78, pass auf. 80, ui. Aber ich weiß noch, wie viele Packs wir schon haben. Also 10er Marke werden wir auf jeden Fall hier hinbekommen. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, das sah irgendwie gut aus, aber... So, 39k, Rainer, komm. Jungs, jetzt gönnt doch mal, Mensch. Gönnt doch mal einen Walkout. Oder einen geilen Leinwandspieler, normalen. Ist auch wieder so ein Dreckspack. Was ist denn jetzt los hier? Rodriguez. Aber es gibt noch andere Rodriguez, den ich gerne mitgenommen hätte. Mensch, die Coins werden langsam knapp. 25k haben wir noch. Aber wir haben nichts Heftiges gezogen. Das ändert sich aber jetzt. Komm, jetzt gönnen. Jetzt bitte. Brasilien. Ich will die Augen zu machen. ZM, Casemiro. Nein. Lazio Rom. Ich komme nicht auf den Namen, Digga. Oh, Lukas. 84er, okay. Nächster Leinwandspieler, aber es ist noch kein 86er. Ich dachte, es ist 89 Casemiro. Oder hat er 89 oder 88 oder sowas? Casemiro hätte es schon auf jeden Fall gekickt. Der neueste Teil ist natürlich FIFA 21. Und ich denke mal, da kennt jeder von euch die Packs. Also, wenn nicht, dann hier auf jeden Fall nochmal ein Pack im Hintergrund, wie das aussieht. Da haben wir jetzt Packs geöffnet von FIFA 18, 19, 20 und halt 21 von 4 verschiedenen FIFA-Teilen. Man kann sagen, in jedem haben wir nur Scheiße gezogen, aber wir haben wenigstens Leinwandspieler gezogen in FIFA. Wo haben wir denn überall? Wir haben einmal Lacazette gezogen, ich glaube FIFA 18. FIFA 19 weiß ich gar nicht, was wir jetzt da gezogen haben. Und wir haben hier nochmal 2 Leinwandspieler gezogen, glaube ich. Also ich fand, es war halt gerade in FIFA 18, 19 mit diesen alten Animationen übel nice. So diese Nostalgie einfach, habe ich auf jeden Fall gefeiert. So wird es wahrscheinlich einmal im Jahr geben oder jedes Jahr wieder, dass wir mal immer, wenn neues FIFA rauskommt, so aus den alten auch ein paar Packs öffnen bis zum neuen halt. Ich fand es ganz nice. Ich hoffe ihr auch. Ansonsten dann sehen wir uns zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, was immer das auch wird. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.